Das Bogengang-Duell. Lada, 14 Jahre, behauptet, ich schaffe mehr Überschläge mit einem Ball auf meinem Rücken als Artistin Mary Lou Casselli. Lada und Mary Lou haben jeweils 60 Sekunden Zeit, mit einem Gymnastikball auf dem Rücken nacheinander Überschläge zu machen, sogenannte Bogengänge. Dabei wird der Ball auf dem Rücken eingeklemmt. Wenn der Ball auf dem Boden fällt, kann die Übung trotzdem fortgesetzt werden, aber natürlich wird dieser Bogengang nicht gezählt. Wer mehr korrekte Überschläge schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's, los! Das ist der Bogengang, von dem wir sprechen. Wer schafft mehr Überschläge in einer Minute? Das ist natürlich Körperbeherrschung, Beweglichkeit, am Ende auch Kondition, mentale Stärke. Lada, noch 30 Sekunden. Sehr guter Rhythmus. Noch 15. Noch 10. Komm, einer geht auf jeden Fall noch. Und der letzte war nicht mehr ganz in der Zeit. Super. Toll, komm runter. Zufrieden? Ja, kannst du sein. Kein Fehler dabei gewesen. Ja. Also, wir gucken. Mary Lou, auch für dich, auf los geht's, los. Ah, ein bisschen ein... Bisschen eine andere Technik. Das ist natürlich auch anatomisch ein Unterschied. So. Noch 30 Sekunden. Noch 15. 10. Und die letzten 5. Und lass uns hochgehen. Wenn man euch dabei zuschaut, dann denkt man gar nicht, dass das so anstrengend ist, aber man hat es jetzt am Ende gesehen. Das ist richtig anstrengend, ja? Sehr, sehr anstrengend. Ja, wir haben es gesehen. Ich gebe dir das Mikrofon wieder. Lada, wir schauen auf den Endstand. Wie ist es ausgegangen? Lada 14, Mary Lou 10, damit gewinnt Lada das Bogengang-Duell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.